Moin, hier ist ja der Schattennaseweiß mit dem ersten Road to Noise Video für das Amiga 30 Jahre Amiga Event am 10. Oktober. Und ich habe mal gedacht, ich zeige euch mal meine Lieblingsspiele auf dem Amiga. Und das ist eins davon, Rodland. Irgendwie hatte ich damals so eine Phase, wo ich so Plattformspiele unheimlich gut fand. Und ich habe jetzt mal die. Ganzen Strategie, Rollenspiel und Adventures weggelassen, weil ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen länger spielen als normal. Aber ich denke auch so eine halbe Stunde pro Spiel müsste reichen. Und ja, das Spiel macht vor allen Dingen im Mehrspielermodus macht das unheimlich Spaß, weil das ist ein kooperativer Mehrspielermodus. Und ja, das ist halt auch manchmal ganz schön, wenn man nicht gegeneinander, sondern miteinander spielt. Und ich habe den Eindruck, man kommt weiter, wenn man das im Multiplayer-Modus macht. Ja, und das ist jetzt die bescheuerte Hintergrundstory, die hat mich noch nie interessiert. Warum ich das mache, ist mir eigentlich relativ egal. Also warum ich jetzt hier die Blumen einsammle und die komischen Viecher da machen soll. Jack, scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Wunderbar. Ja, die Gegner sind ein bisschen blöd. Das ist aber egal, das wird nachher noch schwerer. Scheiße. Und ich frage mich gerade, irgendwie sieht das ein bisschen farblos aus. Ob das ursprünglich mal ist. Ob die Grafik auf dem SD genauso aussieht. Scheiße. Ja, da werde ich auch irgendwann mal ein Vergleichsvideo von machen. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Wahrscheinlich, weil mir irgendeine Konsole fehlt, wo ich das auch für gibt. Und das hätte ich gern gezeigt. Ach, wow. Warum auch immer ich das jetzt hier überlebt habe. Aber da kommt mit Sicherheit früher oder später auf dem englischen Kanal ein Vergleichsvideo von. Das ist so sicher wie der Missbrauch in der Kirche. Die Frage ist halt nur wann. Mal gucken, wie weit ich komme. Es wird auf jeden Fall jetzt gleich auch ein bisschen anspruchsvoller. Und ursprünglich war das mal ein Spielautomat. Ich meine, der Hai macht mir jetzt vor, wie das geht. Das ist auch jetzt keine große Kunst. Außer für den Hai vielleicht. Hey.
du auf zu schießen? Krieg ich ein A? Komm. Gib mir das. Ah, fuck, komm. Scheiße. Der Level 6 ist ein bisschen mager. Scheiße. Gibt's Continues? Nee, offensichtlich nicht. Und ich frage mich dann auch immer, warum man nicht die Tastatur nehmen kann, um den Highscore zu speichern. Mama ist gekidnappt von einem Monster. Oh ja. Der Marbutsturm. Ja, und die Ladezeiten sind erstaunlich flott. Okay, das ist ja auch nicht besonders viel an Grafik. Oh, das war dämlich. Aber sowas von dämlich. Ja, so ist einfach nur frustrierend. Ich habe schon mal Schwein gehabt. Lieber erstmal in Sicherheit bringen. Ja, das war wohl gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich die Spielautomaten. Ich meine, ich habe die Spielautomaten so mit Sicherheit mal auf dem MAME gezockt, aber und mit Sicherheit nicht auf dem Originalautomaten. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das viel gezockt habe, aber damals auf dem Amiga, da habe ich schon einiges gezockt. Und ich bin auch weitergekommen, wie eben bei meinem ersten Versuch. Also komm, Level 10 muss ja mindestens drin sein. X brauche ich noch. Und na. Ja, komm, A. Och, scheiße, Mann! Wird mir alles ein bisschen zu knapp. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch ein Zeitlimit gibt. Also das würde mich jetzt echt
wundern, wenn es das nicht geben würde. Ah. War ja klar. Auch das war klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Musik, wenn die sich jetzt nicht auch großartig ändert, und ich glaube, die ändert sich nicht mehr, kann ich mir vorstellen, dass die in einem nach der Zeit auch ein bisschen auf den Sack geht. Um mal jetzt mal milder auszudrücken. Ach, scheiße, mal zwei E's. Scheiße, falsche Richtung. Also die Kollisionsabfrage ist schon ziemlich mild. Aber das Spiel ist trotzdem schwer genug. Okay, während man in der Luft ist, kann man den komischen Beam da nicht. Boah, fuck! Ich bin mir nicht so 100% sicher, dass ich im 10. Level komme. Scheiße, der macht ja nur einen. Geht doch. Gehen die da runter? Ja, machen sie. Nur nicht zu gierig werden. Und ich habe das Gefühl, Gesundheit. Ich habe das Gefühl, dass ich das Zeitlimit gleich irgendwann mal zu spüren kriege. Wenn das nicht schon ist. Was auch immer das jetzt da ist, traf ich jetzt gerade nicht ganz. Kann ich das Ding irgendwie platt machen? Ja. Okay, da war ich wohl zu langsam. Komm
komme ich da rüber? Nicht so wirklich. Dann bringt jetzt eben noch ein paar Bonuspunkte. Naja, so langsam ist das so schwer, dass man nicht mal einfach kurz... Ach du Scheiße, die vermehren sich. Und hier so abräumt. Wo wenn man jetzt davon absieht, dass die sich vermehren, fand ich das bis jetzt hier nicht so schwer. Also ich finde den Level jetzt hier einfacher als den davor. Wie ging das? So ging das. Warum bin ich jetzt gestorben? Und der Scheiße. Sieht ja tatsächlich so aus, als würde ich das schaffen. Cool. Ja, den Boss kann ich, an den Boss kann ich mich sogar noch erinnern. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin damals. Wahrscheinlich nicht besonders weit. Weil, dass ich das Spiel gemocht habe, heißt noch lange nicht, dass ich da gut drin war. Sind das jetzt Einhörner oder sind das Hasen? Das ist definitiv kein Hase. Und auch kein Einhorn. Ah, und der letzte rennt dann ein bisschen wild durch die Gegend zum Schluss noch. Also ich würde fast drauf tippen, dass das Spiel ursprünglich aus Japan kommt. Die Musik ist zwar anders, aber irgendwie nerviger als von dem ersten Teil. Kommen die jetzt hoch? Ja, der kommt. Ja. Vielleicht könnt ihr euch nichts machen. Ach, schön, dass die alle von mir abhauen. Ich fahre alles dann zwar, wie ich gleich dann... Ach ne, die gehen wieder hoch. Komm. Das Tier machen wir schon mal Hasen an. Scheiße. Die machen irgendwas.
du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Natürlich geht er da. Nee, jetzt geht er da hoch. Arschloch. Hey, komm, du Scheißkanickel. Hat er sich gerade einen runtergeholt? Sah zumindest ein bisschen so aus. Das ist aber eine verdammt junge Mom. Also quasi so was wie eine Milf. Ich denke, die war schon oben. Oder haben die jetzt in der Zeit, wo ich da rumgespielt habe, noch ein paar Stockwerke auf den Turm draufgebaut? Ah, shit! Ich hasse Bienen. Und das nicht nur in dem Spiel. Ja, scheiße, da konnte ich nichts mehr machen. Wenigstens den einen. Ja, von der Grafik her. Ach du Scheiße. Von der Grafik her kann das Spiel ja praktisch nur aus Japan kommen. Ach cool, der ist noch in die Bombe reingerannt. Nix da. Gibt's mir jetzt ein X. Jawohl, ja. Wie gesagt, das war damals eines meiner Lieblingsspiele. Okay. Das Power-Up ist jetzt nicht so toll, wenn man ein Extra-Leben sich ergattern will. Kommt der runter? Ja, er kommt runter. Nix da. Das ging fix. Das ging echt fix. Ich meine, die Grafik ist nicht schlecht, die reißt mich aber auch jetzt nicht wirklich vom Hocker. Vielleicht liegt das auch wieder daran, dass ich meine Meckertage habe. Ach komm, scheiße, das extra Leben. Ah, und schon wieder Bienen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Bienen hasse? Hallo? Jetzt konnte ich gar nicht ausprobieren, wie das mit den Türen funktioniert. Ach du Scheiße, der nächste Boss. Und den kenne ich noch nicht. Ein Wal. Okay.
Ah, okay, den muss ich ins Auge schießen. Das ist aber nicht politisch korrekt hier mit dem. Mit dem. Ah, ja, Scheiße! Jagen. Was mich wundert ist, dass da so ein Riesenwal ist und der Wal selber einen nichts anhaben kann, aber was soll das überhaupt sein, was der da verschießt? Na super. Will mich jetzt verarschen? Ah, Scheiße! Ja okay, Level 20. Na, das sind jetzt 26 Minuten, ich fange jetzt nicht nochmal eine neue Runde an. Muss ja schließlich noch die anderen machen. Aber damit bin ich immerhin oben in der Highscore-Liste. Die Nase. Ja, und dann lasst euch mal überraschen, was jetzt sonst noch kommt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja ein neues.